Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Champions of Regnum. Ich bin gerade hier mit einem, ja, relativ fremden, der Assote hier. Ist einfach dazugekommen und teilt mich jetzt ab und zu und hilft mir beim Leveln. Ja, jetzt haben wir gerade keine Monster hier. Wir sind jetzt gleich Level 53 und ja, glaube ich gar nie etwas. Keine Ahnung. Ja, geht natürlich so schneller. Das E-Experiment ist leider weg. Jetzt bekommt man keine extra Erfahrung mehr. Aber ja, es war so nicht so extrem anders. Ja, mehr als doppelt, 150% oder sowas. Genau kann ich das natürlich nicht ausrichten. Okay, er geht weiter scheinbar. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, als er einen Passierten unterwegs. Ich bin jetzt noch nicht so lange am Leveln. Ich denke, er will einfach uns unterstützen, da ja schon relativ viele Leveler-Killer momentan unterwegs sind. Also Bahn heute Nachmittag. Jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt bis jetzt eigentlich nur er getroffen. Steht es irgendwie, wie lange wir online sind? Also ich sage so 10 Minuten oder so. Ja. Hier oben steht, ja genau, 23 Minuten. Ich wusste, es steht irgendwo, genau. Also 23 Minuten und davon waren 15 Minuten noch AFK. Also ungefähr 10 Minuten. Bisschen weniger als 10 Minuten aktives Leveln. Ja. Genau. Ja, man sollte immer wieder Tee machen und etwas gegessen. Okay, jetzt macht er richtig viel Chaos. Ich glaube, dem ist nur langweilig. Kommt wieder ein Game of Thrones Charakter, Malort, Dagorin. Dagorin. Ah, ich glaube, ich 6 Dinge gesehen. 6 Staffeln, die ersten 6 Staffeln. Und ich glaube, die erste Folge von der 7. Also gibt es ob es 8 Staffeln gibt oder 9, aber ich glaube, die erste Folge. Ich fand es dann nicht mehr so gut. Also, ich glaube, die letzte Staffel ist noch die beste. Aber ja, ich bin jetzt nicht der, der jetzt immer alles mega lange schaut, alles durchschaut. Also, ein paar Netflix-Serien mag ich sehr. Wo Assassin bin ich momentan am Schauen? Aber sonst bin ich eigentlich kein Serienfan. Ich mag es lieber, wenn so die Filme so 3-4 Stunden gehen. Als jetzt da, weiß nicht, 9 Folgen pro Staffel. Ja. Dafür bin ich ja ein Langzeitgamer und game wirklich längere Zeit an einem Spiel. Hat wirklich nicht derjenige, der gehypt ist, sondern spielt einfach die Spiele, wenn sie mehr als spielenswert angesehen werden. Und das ist ja Champions of Regnum natürlich schon sehr. Also es motiviert einfach mega mit anderen Schlachten zu machen. Auch wenn ich immer der Unterlegenere bin, also ich finde dort einfach keine guten Items mehr.
Man muss eigentlich alles immer handeln und ich tue ja ohne Handel spielen. Ja. Wir werden sehen, wie die Items droppen später noch. Aber jetzt momentan, also ich habe jetzt einen neuen Stab noch gefunden. Ist einfach wichtig, Eisschaden plus 15 auf einem Eisstab, ist schon sehr mächtig. Und der andere ist zum Beispiel nicht so gut. Ja. Müsste eigentlich den unteren kaufen. Wir können ihn ja mal ins Auktionshaus bringen. Aber ich glaube, der wird nicht gekauft. Weiß ja nie, also es sind ja auch Level 30 Apps drin. Aber das Auktionshaus ist natürlich schon bekannt, dass es ein unnütz ist, weil die meisten mit Magneten handeln. Dass die Währungen nicht Magneten sind und nicht Gold. Ja. Ich brauche ja kein Gold. Da habe ich mehr als genügend. Es wächst natürlich immer mehr und jetzt habe ich natürlich auch noch ein paar Quests abgegeben im letzten Part. Jetzt habe ich noch eine Crafting Quest in Imperial Castle und einfach noch die Warmaster. Ja. Quests mehr eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine dazu kommt. Aber er ist scheinbar jetzt weg. Genau, Knochen müssen wir dort einsammeln. Also hier haben wir Mückenknochen. Aber ich kann sie nicht annehmen. Ich habe zu viele Quests jetzt wieder offen. Wegen den zwei Warmaster Quests im letzten Part noch. Okay, jetzt haben wir dann gleich das Level up. Sehr gut. Ja. Also komm jetzt. Es dauert, es ist ja noch ein bisschen bedeckt vom Eisen ringsum. Aber es müsste jetzt die nächsten zwei Gegner oder der Gegner nur soweit sein. Okay, jetzt haben wir noch den Griffen. Ja, okay. Der hat zu wenig XP gegeben. Wir geben ihm noch einen Einzel zurück. Okay, also es ist wahrscheinlich einfach. Natürlich ist ganz rechts vom Bild. Sollte jederzeit soweit sein. Dieser Bär. Ja, das dauert in Regnum. Ja gut, in anderen Spielen auch. Also ich spiele ja Pass of Exile und Last Epoch. Da dauert es natürlich auch mega lange. Aber ja, das Kampfsystem ist natürlich nicht so gut in diesem Spiel. Es dauert halt Ewigkeiten.
dass man einfach auch, ja, so weit ist und so viele Gegner getötet hat, damit man Level Up bekommt. Aber gut, jetzt haben wir es ja gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Orks im Ork Camp schon angreifen könnte. Können mal kurz dorthin gehen. Und dann würde ich empfehlen, mal kurz zu wechseln. Auf Warzone und dann wieder Warzone machen. Also im nächsten Part habe ich es natürlich wieder geplant, Warzone zu bringen. Ich wollte euch noch das Level Up zeigen natürlich. Und ja. Da werden nichts los. Auch viele von der Gilde sind nicht da. Es sind, glaube ich, 3 Leute da. Na, 4. 2 schreiben gerade oder haben geschrieben. Und ja. Ist eben einfach blöde, dass man halt immer unterlegen ist. Ich will nicht so 2 Minuten Warzone zeigen und dann irgendwas anderes zwingend machen müssen. Da das Umtauschen und Umsortieren oder auch wieder ein bisschen Zeit kostet. Ja. Aber sobald wir eigentlich, ja, es sind auch nicht viele am Wind. Sobald wir eigentlich dann mit dem Jäger besser ausgerüstet sind, machen wir mit dem Jäger weiter. Der Baba, der ist einfach zu wenig tanky. Würde sehr schnell sterben dann. Und der ist ja auch nicht geskillt davor, so. Also die Steingolems sind jetzt angreifbar. Okay, Orkwache. Der Horus ist hier. Ich weiß nicht, die sind nämlich gelb und trotzdem Level 58. Ich weiß ja nicht, dass er Säbelzahntiger sind ein bisschen zäh gewesen noch. Also der einzige Grund, wieso ich die angreife, die geben halt Eisen und gegen dieses Holz. Hickory-Holz. Sonst will ich nicht unbedingt die angreifen. Golems sind 58. Einfach mal probieren, einen Golem zu besiegen. Sonst könnte ich ja mit dem Barbar mal hier hinkommen. Ja, also jetzt muss der auch. Muss auch ein bisschen aushalten. Ich bekomme so viel Schaden. Okay. Oh, sind die stark? Die haben ihn fast getötet. Ich habe irgendwie das Gefühl, von Level zu Level werden die stärker, die Imps. Ist ja eigentlich logisch irgendwie auf eine Art. Ja. Die normalen Sams halten einfach genügend aus. Dauer nicht mehr so viel Sinn. Okay. Also was ich gesehen habe, ist, es um den Friedhof wurden die Monster gebufft. Die habe ich 2020 habe ich die eigentlich dort immer gebumpt.
Bevor ich hier hinkam, also noch ungefähr so Level 55. Und die wurden jetzt auf 60 und 61 gebufft. Okay, ist noch hier. Wo könnten wir sonst? Hier auf dem Berg wäre noch eine Möglichkeit. Da hat es Spinnen. Und auch Griffen noch. Aber am meisten Sinn macht es dort, wo wir jetzt gefarmt, das Level gemacht haben, dort weiter zu farmen. Die sind halt jetzt schon grün geworden. Ein bisschen weniger geben sie Erfahrung, aber weil man viel mehr farmen kann in kürzerer Zeit, lohnt sich es mehr, leichte und normale Gegner anzugreifen als gelbe. Ja. Okay, die sind blau, die Taranteln. Und ja, diese Golems haben wir ja schon angegriffen. Griffen sind 57. 55, okay. Also Taranteln könnte ich angreifen. Ja, lohnt sich am meisten hier irgendwie. Ja, und diese Materialien vom Golem lohnt sich gar nicht so anzusammeln. Also dunkles Maradreichsquest habe ich, glaube ich, noch nie gezählt. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Also wenn Spinnenkiefer farmen hier. Aber ich weiß, dass dort beim Sumpf auch noch gut zum Leveln war. Aber ich traue mich irgendwie nicht so sehr. Vor allem wegen den Syrten, die haben ja viele Leveler. Da kommen halt auch am meisten neue Spiele über. Also es ist eigentlich schon immer so, dass das Syrtenreich natürlich das populärste ist, oder? Das ist genauso wie zum Beispiel im Fußball, da die großen Mannschaften haben auch immer die meisten Fans natürlich. Die einfach so kommen, weil sie natürlich aus einer guten Stadt kommen oder so. Also diese Modefans nennt man die. Ja. Seht, das ist ja schon das erfolgreichste Reich, das stimmt. Aber die meisten wollen natürlich so Elfen. Das sieht man auch in Elder Scrolls Online. Die meisten nehmen irgendwelche Elfen oder so. Scheinbar einfach die am populärsten sind oder so. Ich kann es jetzt nicht gerade so verstehen, wieso viele auch immer etwas nachmachen oder so. Liegt halt einfach daran, dass die Leute wahrscheinlich einfach Erfolg wollen, oder? Dass sie dann nicht einsehen, dass sie irgendwie etwas machen, das alles noch viel schlimmer macht, oder? Also wenn ihr jetzt die Auswahl hättet zwischen Syrtis, Ignis und Alcios in dieser Reihenfolge, wie stark, also Anfang wird es am stärksten und Alcios am schwächsten, würde ich das schwächste Volk nehmen. Auch wenn es jetzt zum Beispiel Ignis wäre. Ich würde das schwächste Volk nehmen. Was der Grund ist, ja, ich weiß nicht, ich bin halt einfach einer, der gerne hilft. Und die Großen brauchen jetzt eigentlich nicht unbedingt Hilfe. Aber wenn ich jetzt so blind auswählen würde zwischen Wüste, Berge, also Kälte und gemäßigte Zonen, dann würde ich wahrscheinlich
schon die Kälte, ne? Auch wenn ich wirklich ein Hater von Kälte bin im Real Life. Ich bin einfach nicht robust genug. Es liegt einfach daran, dass ich Nadelwälder mag. Dass ich Berge mag. Absolut. Und ja, so Grasländer und Wüsten eher langweilig finde. Ja. Sonst mag ich das Meer hier hinten mit den Vulkanen noch sehr. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich war ja einige Zeit in Syrtis und in Ignis. Ich glaube 2016 war ich in Syrtis. Oh nein, 2014 oder 2013 war ich in Syrtis. Und bis 2019 oder 20 bin ich in Ignis noch ein bisschen gewesen. Aber am meisten bin ich natürlich schon in Aisjus gewesen. Weiß jetzt gar nicht genau, wann ich in Aisjus war, aber ich habe in Aisjus begonnen, 2006. Das war, glaube ich, im November oder Oktober 2006. Und war eigentlich sehr erfolgreich hier. Dann bin ich nach Ignis gegangen und habe dort meinen größten Erfolg gehabt. Und mein meistes Geld ausgegeben. Und 2012 startete ich, glaube ich, wieder mit bin ich zum ersten Mal nach Syrtis, glaube ich. Oder zum zweiten Mal nach Syrtis. Ja, ich habe wirklich in den ersten paar Jahren wirklich alle Reiche mal ausgetestet. Ich glaube, wegen dem Vibe dann, so den, als das Spiel released wurde, 2007 oder so. Deswegen war ich dann zuerst bei Syrtis. Genau. Und in der Oben-Beta war ich bei den Egen und in der Closed-Beta war ich noch bei den Eisen, genau. So war es irgendwie. Aber so gute Erinnerungen habe ich an das Spiel halt jetzt auch nicht. Das war meistens ein bisschen langweilig. Es macht mega Spaß, wenn ihr mit Freunden oder so zusammen seid und ja, wirklich auch für das Königreich wirklich auch etwas geben könnt oder so, aber so richtige Erinnerungen habt ihr halt kaum. Es ist halt auch immer wieder ein bisschen das Gleiche. Also es kommt schon immer wieder vor, dass ihr wirklich etwas erlebt, klar. Niederlagen. Und so weiter. Oh, eigentlich ist alles positiv. Man kann es nur nicht so wirklich aussprechen, was jetzt genau positiv ist. Also was jetzt genau das ist, was wirklich das Spiel so motivierend macht. Es ist halt einfach ein, ja, Asia Grinding MMORPG aus Südamerika oder aus Argentinien. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ja, das entspricht einem europäischen Standard. Das ist leider. Gut. Aber ich habe so viel Spaß, sonst würde ich es gar nicht zocken. Ich bin einer, der wirklich relativ schnell sagt, nee, es macht mir keinen Spaß. Ich muss jetzt nicht weiter zocken. Aber wenn das nicht so ist, also wenn der Spaß wirklich, da ist Motivation. Und ich spiele wirklich hunderttausende Stunden. Also Minecraft und Path of Exile zusammen kommen wahrscheinlich auf, ja, hunderttausend Stunden. Früher so The Legend of Zelda, Ocarina of Time, A Link to the Past, der Vorgänger, oder Vorvorgänger, Super Mario, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 oder die County-Teile auf dem Super Nintendo, Alundra 2,
Ist übrigens ein nicht gerade so gutes Spiel, aber für mich war das wirklich ein extrem geiles Spiel. Dann Grandia, Secret of Mana. Ich hatte extrem viele Spiele, die ich extrem oft gezockt habe. Wo ich eigentlich die ganze Zeit mit Sport verbrachte, hatte ich genug Zeit zum Zocken und so weiter. Ja. Okay, den Golem als Schluss. Als Abschluss. So. Natürlich den Imps noch. So. Ja. Hier, die sind übrigens auch viel weniger stark gewesen. Ich glaube, das war so im März 2020, vor diesem Frühlingsanfang-Event. Ich weiß nicht, was das für ein Event war. Es war alles so dunkel, hatte überall so schwarze Monster. War richtig geil. Die waren dann Level 54, glaube ich, und jetzt sind sie Level 60. Komisch. Die haben 56, die Wiesel. Die wurden nicht gebufft, die Wiesel. Die sind noch 56, aber die anderen, die Scholle, waren, glaube ich, 55. Also sogar 54. Ja. Das war eine Motivationsbremse. Ich habe fand einfach nicht mehr genügend Gegner für mein Level. Stimmt. Dann habe ich ja noch in der letzten Woche den Barbaren ein oder zwei Level nach oben getrieben auf 58, Mitte 58. Da war ich so gelangweilt vom ständigen Farm, dass ich dann wieder ein bisschen aufhörte und ich hatte ja dann den Einlog-Bug. Direkt danach, eigentlich nach der Aufnahme, kam nur noch selten rein. Genau, und ab Sommer hatte ich ja noch die WLAN-Probleme, dass die WLANs nicht so oft ankamen. Ja. Ja, stimmt. Motivation war dann natürlich im Keller. Viele Probleme hatten, man kann sie nicht lösen. Die Entwickler machen wirklich gar nichts dagegen. Ja. Eben diesen Einlog-Bug mal zu fixen. Also wenn ich jetzt das Game beende und nochmal aus dem Launcher starte, es stürzt ab. Naja, kann man nichts machen. Also einmal pro PC-Sitzung kann man spielen, einloggen, alle anderen Male stürzt es leider ab. Also bei mir ist es so. Ist wahrscheinlich etwas mit Windows 10 Professional. Wahrscheinlich. Nein, es war ja auch bei Windows 10 Home, genau. Ach, keine Ahnung. Gut. Okay, hier ist viel zerstört. Sehr gut aufgelöst. Oh, der Stab ist schon cool. So, also. Bis zum nächsten Mal, euer Dragobasa. Tschüss.